So, was geht in Polen? Willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute wieder zu einer weiteren Deckvorstellung, sondern dieses Mal zu dem musikalischen Deckthema. Ja, das habe ich immer angekündigt, dass ich das mal machen kann. Und ich dachte mir, heute mache ich das mal, weil ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich habe die Karten eigentlich schon seit Monaten alle komplett. Also für den musikalischen Chor an sich. Ich hatte irgendwie nur das Deck überhaupt nicht mehr im Kopf, weil wie gesagt, es war ja vor langer Zeit mal Tier 1. Tier 2 auf jeden Fall Meta. Inzwischen ist es komplett in Vergessenheit geraten. Kein Mensch spielt mehr dieses Deck. Ich habe es vielleicht nur mal ein, zwei Mal gesehen. Was eigentlich schade ist, weil ich finde, das Deck kann actually immer noch stark sein. Insbesondere wegen der Handtrap. Weil die, die kann auch nämlich in diesem Deck gesucht werden. Was halt relativ praktisch ist. Und sie kann während der Schadensberechnung, falls ein musikalisches Monster das du kontrollierst, gegen ein Monster des Gegners kämpft, sich auf den Friedhof legen und das Monster, was angreift oder angegriffen wird, kriegt null Angriff, wird zu null ATK. Und das ist halt übelst OP. Und du kannst sie halt in diesem Deck mehrmals recyceln, was halt übelst OP ist. Auf 3 ist sie natürlich auch gut, aber ich denke auf 2 ist sie aufgehoben, weil man sie auf jeden Fall recyceln kann, weil das ist halt action stark. Aber die Hauptkombo, die man machen will, ist in der Regel eine Fusion zu machen. Und zwar First Turn zumindest in die Blütendiva, die musikalische Chor. Sie kann weder durch Kampf noch durch Karte vielleicht zerstört werden, was halt actually cool ist. Außerdem erhält man keinen Kampfschaden aus Angriffen, an denen sie beteiligt ist. Und falls sie gegen ein spezialbeschworenes Monster kämpft, nach der Schadensberechnung wird es zerstört. Und der kriegt Schaden in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen den Grund-ATK des Monsters, deines Gegners und dieser Karte. Was halt nice ist. Also ein Kawa-Card können sie outen. Oder halt einen, zum Beispiel wenn sie negated wird. Also wenn zum Beispiel eine Kette auf sie gemacht wird. Das muss der Gegner aber natürlich erstmal haben. Bucken geht natürlich auch, aber kann sie zwar auch verdeckt durch Karteneffekte zerstört werden, aber so sonst ist es eigentlich eine ganz coole Karte, muss ich sagen. Dann spielen wir Soprano, der musikalische Sängerin. Sie kann, wenn sie als Spezialbeschworen beschworen wird, ein musikalisches Monster im Friedhof wählen, außer sich selbst oder es wieder der anderen hinzufügen, und sie kann once per turn eine Fusionsbeschwörung machen mit den Monstern, die auf dem Feld sind, was halt actually nice ist. Dann spielen wir einmal Mozart, der musikalische Meister. Sie kann einmal pro Zug ein Lichtmonster von Typ Fee als Spezialbeschwörung von Hand beschwören. Und dann kann man nur noch Lichtmonster beschwören, was egal ist, weil die meisten Monster hier sind Licht. Sonata kann sich free specialen, falls man ein musikalisches Monster kontrolliert und solange sie ein spezialbeschworenes das Monster auf dem Pad liegt, erhalten alle Monster von Typ P, die man kontrolliert, 500 ATK. Dann spielen wir noch einmal Schupina, die musikalische Maestra. Sie kann einmal pro Zug ein Lichtmonster von Typ P Friedhof wählen und das wieder der Hand hinzufügen. Ihr fragt euch bestimmt, wie man die Stufe, diesen 7er und den 8er aufs Feld bekommt. Ganz einfach mit dem Skill. Der wurde nämlich überhaupt nicht genervt damals. Sie erlaubt uns einmal ein Monster zu wählen, das wir kontrollieren, dessen ursprünglich einer musikalisch enthält. Und das wird auf den Friedhof gelegt. Anschließend spielen wir eine musikalische Meistermonster vom Deck Friedhof auf die Spielfeldseite, dessen ursprüngliche Stufe höher als die des Monsters ist, das auf den Friedhof gelegt wurde. Und dieser Skill kann nur verwendet werden, falls das Duell mit einem Extra-Deck begonnen wird, das mindestens ein Monster und kein anderes Monster als musikalisches Monster enthält. Bla bla bla. Kann nur einmal pro Zug benutzt werden. Und das sind halt die musikalischen Maestra-Monster, die man dadurch beschwört. Spielen wir noch eine Reborn, weil Reborn ist gut. Ostinato ist leider nur einmal im Duel Links enthalten, weil sie eine Aufstiegsbelohnung von Susu Boyle ist. Sie kann auch Fusionsbeschwören vom Deck, was halt actually nice ist. Es wird zwar in der Endphase zerstört, aber dadurch holt man in der Regel eh immer Blütendiva, die eh nicht zerstört werden kann, also ist das irrelevant. Backrow Removal in Form von Cosmo und MST. Verdeckt legen in Form von Book of Moon und einer Kanadier. Solo aus dem ersten Satz kann ein musikalisches Monster Schufpira in der Liga aus dem Deck specialen, was halt actually nice ist. Ein Zwangsevakuierungsgerät, weil ich das einfach bekommen habe, ist eine gute Karte. Zweimal die Ertränkende und dann zweimal Nekrofusion, damit man noch in der gegnerischen Runde zum Beispiel die hier bauen kann, die gegnerische Monster einfach banishen kann aus dem Friedhof. Und sie kriegt halt ATK dafür. Und das ist halt actually cool. Ich muss sagen, ich habe mit diesem Deck noch nie gespielt. Das muss ich jetzt erstmal zugeben. Das heißt, wenn ich missplaye, ich muss mich dann 20.000-fach entschuldigen. Das ist dann wohl die Grundvoraussetzung dafür, dass ich dieses Deck spiele. Aber man lernt ja auch nicht. Man lernt ja auch noch. Also, man fängt ja immer irgendwann mal klein an, I must say. Ich überlege dann noch, welche Decklisten ich dann als nächstes mache. Es sind so viele Möglichkeiten, die ich noch machen könnte. Vielleicht auch Burning Abyss ein bisschen Budget, weil ich habe nicht alle Karten für Burning Abyss. Eigentlich fehlt mir nur eine wichtige Karte. Und das ist die eine Random Secret Rare aus dem Deck. Das ist actually eine gute Hand. So, dann würde ich das actually so machen. Ich beschwöre sie.
aktiviere meinen Skill. Sie kann mal wieder, die kann sich auch, wenn diese Karte ist, dann nehme ich nämlich Mozarta, die mir einmal pro Zug ein Lichtmonster holen kann. So, dann hole ich die nämlich aufs Feld. Warum auch? Ach so, man kann sie sich nicht selbst hinzufügen, oder? Keine Ahnung, warum das nicht ging. Ich kann jetzt natürlich gamblen und natürlich für Leafle gehen. Oder es auch lassen. Ich gamble. Karma Cut. Das war, habe ich mir nämlich irgendwie gedacht, dass da sowas kommt. Er wird aber den Groß wegmachen. Ja, ist in Ordnung. Er hat aber noch was. Yo, gönn dir. Nein, natürlich nicht. Also der Banish ist natürlich fies. Karma Cut ist nicht nett. Gute Karte, aber fies. Yo, klar, gönn dir. Necrofusion kann ich nicht benutzen, weil ich nicht die passenden Targets dafür habe. Weil ich einen musikalischen Meister dafür bräuchte. Ja, er hat natürlich alles. Er hat ein Dark Magician hart gedrawt. Aua. Ach, die müssen im Friedhof sein. Ja klar, ich bin dumm. Alles gut. Welche kann ich denn holen? Die kleine wahrscheinlich, ne? Richtig? Die hier, ne? Zwei musikalische Monster, yes, sir. Gut, dass ich zwei davon habe. Ich habe zwei davon. Zack, zack. Bernish. Schuberta. Negated, aber das ist egal. Sie banish einen auch in meinen Friedhof. Du kannst bis zu drei Karten in einen mehr Friedhof. Jetzt 200 Artikel. Ich verbanne mal deine drei. Oh. Das ist gut. Nur ich darf keine Monster dafür kontrollieren. Machen wir das Ding mal weg. Weil mit denen hätte er den Dark Magician wiederholen können. Das Gute ist, in der Regel spielen die nie mehr als zwei davon, weil sie dann meistens noch einmal den Searcher spielen. MST nehme ich. Machen wir mal den Dark Magician weg. Let's go. Vielleicht gewinnen wir das ja doch noch. Das wär's. Klar, durch Necrofusion müssen die halt gut fliegen. Die können wir negaten. Also, negaten. Darf man auch keine Monster kontrieren? Ich greife jetzt aus Prinzip nicht an, weil ich ihn nicht Destiny Draw geben will. Ich brauche nur ein Monster, bitte. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Das ist das falsche Monster. Ach komm, YOLO. Wenn er jetzt irgendwas Krasses zieht, ist so. Er hat aber eine Handtrap, also. Zur Not, wie gesagt, habe ich immer noch Partitur, also. Und noch eine Drawing habe ich auch noch daneben. Also ich werde nicht verrücken. Book of Moon nehme ich als Schutz. Ich
Jetzt nimmt der Destiny Draw. Jetzt will der Destiny Draw. I refuse to lose. Hast du überhaupt noch genug Dark Magicians? Also du wirst wahrscheinlich 3 davon spielen. Also das wird ja... Ja gut, 3? Fragezeichen? Vielleicht sogar eher nur 2. Noch ein Dark Magical Circle. Yes, Sir. Das geht vollkommen in Ordnung, I guess. Er hat sich nicht hinzugefügt. Bad gelaufen, I will not say, ne? Jetzt brauche ich nur ein Monster mit 1000 oder mehr Angriffspunkten. Bitte. Oh! Das ist ein Schmaus in meinen Augen. Und das ist GG. Außer er hat jetzt noch einen weiteren Handtrap. Dann natürlich nicht. Attack! Hat noch eine! Junge, wie viele Handtraps spielst du? Meine Fresse, ey. Der hat alles, der Junge. Kanadier. Ja, why not? Wenn er jetzt eine Magician Navigation da hat, dann ist das natürlich blöd. Excuse me, what the fuck? Ich muss mein eigenes Ding bucken, sonst verschwindet es. Das Gute ist, ich kann dann den Effekt später nochmal benutzen. Du ziehst das Unmögliche einfach nur hinaus. Okay, meine Drawing ist weg. Applaus. Sehr schön. Machen wir mal den weg, machen wir mal den weg und dann machen wir noch den Dark Magician weg. So, ich schwöre, wenn jetzt noch irgendeine nervige Scheiße hast. Boah, Junge! Alter Schwede! Das hat mir jetzt schon zu lange gedauert, muss ich zugeben. Aber wir haben es geschafft. Also, Backrow, kein Ding. Alles easy. Habe ich noch gar nicht geguckt. Was ist denn ihre Aufstiegsbelohnung noch nach der Stufenanhebung? Da habe ich nämlich gar nicht geguckt. Was ist das denn? Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Wenn der Beherrscher dieser Karte Schaden erhält, zerstöre diese Karte. Falls du ein Lichtmonster von Typ Fee als Tribut beschwören musst, kannst du sie als... Okay, wow. Unnötig. Ja, aber das Deck kann auf jeden Fall noch was reißen. Also... Selbst wenn jetzt unser Feld viel geklärt worden wäre, komplett, also wäre es durch die Drawing gewesen, hätten wir noch Ostinato gehabt, Solo vom ersten Satz, also wir hätten noch so viel machen können, also wir wären auf jeden Fall nicht tot gewesen. Mit Ostinato hätten wir dann auch noch die andere Maestra senden können. Also wir hätten noch was hinbekommen, also es wäre nicht unmöglich alles gewesen. Gegen Blue Eyes, das könnte sogar interessant werden. Machen wir das mal so. So, die fügt mir nämlich meine Soprano zurück auf die Hand. Das muss ich überlegen. Der kann während Spielzug eines beliebigen Spielers, genau. Ich denke, das klingt sogar gut. Ich würde sogar so ein Soprano Dingens gehen. In Schuberta, genau, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Weil für den Stein, den kann ich dann nämlich einfach am Ende seiner Main Phase banishen.
damit der Effekt nicht durchgeht für den Fall der Fälle. Ich kann sie jetzt noch specialen, dann hat sie sowieso mehr Angriffspunkte. Und zur Not habe ich noch Bock, also. Wenn da jetzt nicht gerade ein random Lightning Storm kommt, dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Also, wenn mein Plan aufgeht, das ist die Voraussetzung. Und zur Not haben wir halt einen Bug, also alles cool. Stein suchen. Das war jetzt, ist halt ein Gamble. Ob er jetzt noch ein, vielleicht hat er noch einen Weiser, who knows. Vielleicht hat er noch ein anderes. Ich stell mal meinen Toggle auf On, damit ich am Ende seiner Mainphase Sachen machen kann. Er hat noch einen Weiser. Das ist aber nicht schlimm, weil wie gesagt, wir haben einen Bug. Jetzt ist die Frage, was er banished. Er banished die Mitte, das ist natürlich blöd gelaufen. Hat er einen Blue Eyes auf der Hand? Ja. Kann er ihn wegmachen? Macht er aber nicht. Why? Fragezeichen? Ausrufezeichen? MST auf mein anderes Ding. Wer spielt MST in Blue Eyes? Selbst ich spiele nicht mal MST in Blue Eyes. Das macht keinen Sinn. Das ist aber zu Antis Main Phase. Okay. So, was ziehen wir? Solo aus dem ersten Satz ist gerade nutzlos. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal drüber. Nein. So, rein. Ist noch alles cool. Es ist alles noch cool. Zur Not wird sie eh so stark wie ein Blue Eyes am Ende. Also ist alles cool. Ist alles cool. Das ist wahrscheinlich der Stein. Ich schätze es mal. Und wie viel hat sie der, wenn ich mal gucke? Oh, Nekrofusion. Das ist eigentlich eine gute Sache. Sie hätte 1,5. Also alles easy. Es wird nichts zu stark sein. Es wird der Stein sein. Also easy. Ja, sage ich doch. Easy. Und das ist GG. Also alles cool. Zur Not hätten wir jetzt den Stein einfach gebanished durch Schuberta. Also alles cool. Ich muss auch sagen, das Deck macht auch actually Spaß. Also, ich finde es auch nicht zu schwach. Es ist nicht mehr so... Es ist nicht wie jedes Meta-Deck, was dann einfach zu Tode gebufft wurde. Es wurde ja halt null gebufft. Also, es ist immer noch so rein theoretisch so stark, wie als wenn es noch als Normeter war. Es wurde einfach nur gepower-creeped. Das ist das Problem. Weil es einfach zu viele Outs für den Nicht-Destruction-Fee da gibt. Für den Sechser. Ich weiß nicht, wie der Rat heißt. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wir gehen schon wieder First. Ey, Gott, ey. Ich mag es nicht, First zu gehen. Heilige Wache, das gefällt mir schon nicht. Machen wir das so. Machen wir die weg. Und rufen Mozarta. Mozarta ruft uns Chopina. Ja, die fügt uns Score zurück. Jetzt holen wir die, der musikalische Chor. Summoning Animation, let's go! So, dann setten wir mal Cosmo. Und das wäre nur für den Fall, dass unser Monster negated wird. Was, ich weiß eh, vielleicht amazonisch, könnte ich mir nur vorstellen. Wäre eine Idee, I guess. Sandrew. Groß? Fragezeichen?
Necros wäre natürlich mega bad. Aber eine heilige Wache macht keinen Sinn. Geht heilige Wache, wurde das nicht genervt, oder? Gebufft. Nervt, gebufft. Ich kann das oft immer noch nicht auseinanderhalten. Ich muss in den Duell-Log reingucken, ich Idiot. Heilige... Lass mich lesen! Während des Spielzugs kannst du keinen... Während deines Spielzugs... Nee, wurdest du tatsächlich nicht. Oh Gott! Das Ding! Das Spiel kann man... Das kann man doch nicht spielen! Das geht doch nicht! Ein Quick-Play-Spell. Das ist Quick-Play-Ritual, ne? Diese Karte wird verwendet, um Ruin ist und bla 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 bla. Mach mal. Das Deck ist doch unspielbar. Ruin Junior. Der Name bla bla bla. Falls diese Karte ist total schon in diesem Spiel, kann sie während jeder Battlefight zweimal angreifen. Gegen ein Monster durch. Und falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, bla bla bla. Alles cool. Dann machen wir erstmal eine der Karten weg. Und weg damit. Oh, die ist schlau. Die hat Brain. Solo aus dem ersten Satz. Nutzlos. Was hat sie gesagt? Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Zweimal erwähnen, dass du kontrollierst, solange es offen auf deiner Spielplatzseite liegt. Ja, gut, du hast keine Zweimal und also ist das Ding nutzlos. Was biete ein Monster von deiner Hand oder offenen Spielfeldseite als? Das hat ja nicht füge der durch diese Karte verbannte Monster in der Hand hinzu. Okay, I guess. Boom. Bye bye. Irgendwie richtig random dieses Deck. Du kriegst das Monster zurück. Tu, was du nicht lassen kannst. Sie kann nicht zerstört werden, also alles cool. Die Karte ist halt relativ nutzlos gegen mein Monster. Los, greif an. Do it. Mein Stream Deck kurz anschließend. Aber dazu kann man nur eine einzige Sache sagen. You're a third-rate duelist with a fourth-rate deck. Oof. Gone. Monster gone. Ostinato. Nutzlos. Das ist ein langsames Duell. Direct Attack. Ja, das bist du in der Tat. Also zu diesem Deck kann man einfach nur sagen... This card is useless. Ja. War nett. Ich denke, an dieser Stelle können wir dann auch mal aufhören. Ich denke, damit ist jetzt klar, was dieses Deck kann. Wie gesagt, ist jetzt immer noch stark, meiner Meinung nach. Also man kann ein solides Rogue-Deck, meiner Meinung nach. Die Backrow hilft da auch sehr gut weiter. Also man solide einfach. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich sage dann einfach bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.